Als ich nach Australien kam, war ich total schockiert. Statt der erwarteten Didgeridoo-Romantik und kultureller Harmonie habe ich vor allen Dingen obdachlose Aborigines gesehen. Oft in Gruppen am Straßenrand mit dem Vibe vom Frankfurter Bahnhofsviertel. Aber ist das, was Touristen oft zuerst sehen, wirklich die Wahrheit? Wie leben Aborigines wirklich? Mein Name ist Maren, geboren und aufgewachsen in Deutschland und jetzt seit mehr als 15 Jahren in Australien. Außerdem bin ich Autorin. Links zu meinen Büchern findet ihr in der Videobeschreibung. Grundsätzlich leben auch heute noch viele Aboriginals in abgelegenen Gegenden ihren Gemeinschaften. So weit ab vom Schuss und oft in Regionen, die nicht öffentlich betretbar sind, dass man kaum Kontakt zu diesen Gemeinschaften bekommen kann. Das fand ich am Anfang meiner Zeit in Australien sehr schade, denn ich hätte gerne mehr über ihre Kultur, ihre Werte und auch ihr Wissen gelernt. Diese Isolation von Aboriginals dient einerseits ihrem Schutz, aber sie schafft auch Isolation und hilft nicht unbedingt, Vorurteile abzubauen. Stellt euch vor, 3 von 4 Australiern haben eine negative Meinung über Aboriginals, wie Forscher der Australian National University herausgefunden haben. Auch heute noch wird in den Gemeinschaften und in den Clans die Tradition der Aboriginals aufrechterhalten, aber die Lebensrealität ist oft alles andere als rosig. Schaut euch das Video bis zum Ende an. Dass in Australien nicht alles gut läuft, das kann man an den Inhaftierungsraten in Australien sehen. Die ist bei den indigenen Völkern 10-mal so hoch wie beim Rest der Bevölkerung. Oder ganz genau 0,2% versus 2,4%. Das ist ein unglaublicher Unterschied. Die Zahlen beim Rest der Bevölkerung entsprechen ungefähr dem internationalen Standard in der westlichen Welt, aber die Inhaftierung der indigenen Bevölkerung, das ist einfach nur mehr als erschreckend. Besonders besorgniserregend ist die Tatsache, dass sich dieser Trend seit 1967 verstärkt. Es werden heute also deutlich mehr indigene Personen in Gewahrsam genommen als früher. Besonders hoch liegen die relativen Inhaftierungszahlen von indigenen Menschen in den Bundesstaaten Western Australia und dem Northern Territory. Und im Bundesland New South Wales machen Aboriginals 3,4% der erwachsenen Bevölkerung im Bundesstaat aus, aber 30% aller Gefangenen sind Aboriginals. Kurzer Einschub. Videos wie dieses sind rechercheintensiv. Bitte lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Das hilft uns, mehr gut recherchierten Content zu produzieren. Zurück zu den Kriminalstatistiken. Die meisten Inhaftierten aller Gruppen in Australien sind übrigens männlich. Laut Statistikamt sind aktuell 92% Männer. Warum werden so viele Aboriginals inhaftiert? Das liegt natürlich nicht daran, dass indigene Menschen einfach krassere Tendenzen zu kriminellen Verhalten haben, sondern daran, dass politisch und gesellschaftlich viel falsch gelaufen ist. Außerdem haben indigene Menschen eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, selbst Opfer eines Verbrechens zu werden, insbesondere halt Frauen und Kinder. Die Unterprivilegierung der Aborigines in Australien hat tief verwurzelte historische Gründe. Seit der britischen Kolonialisierung im 18. Jahrhundert wurden die indigenen Völker von ihrem Land vertrieben. Ihre kulturellen Praktiken wurden unterdrückt und sie wurden in vielen Fällen gewaltsam assimiliert. Dies führte zu einem Verlust ihrer traditionellen Lebensgrundlagen, ihrer Sprache und ihrer Identität. Zudem wurden Aboriginals systematisch diskriminiert. Darunter auch durch Gesetze, die sie von Bildung, Gesundheitsversorgung und wirtschaftlicher Teilhabe ausschlossen. Diese historischen Ungerechtigkeiten, die wirken bis heute nach und tragen zu diesen sozioökonomischen Ungleichheiten bei. Wir haben auf diesem Kanal ein Video zur Geschichte Australiens. Alles, was du wissen musst, in 10 Minuten. Link findet ihr, ihr wisst schon wo. Immer noch hängt die Bildung der Aboriginals der anderen Bevölkerung hinterher. Laut Statistikbüro haben nur fast die Hälfte der indigenen Menschen über 20 Jahre, 46%, um genau zu sein, überhaupt eine Form von Ausbildung oder Studium, die über die Schule hinausgeht. Ich wiederhole, fast die Hälfte der indigenen Bevölkerung. Dass es schon allein dadurch keine Chancengleichheit geben kann, das liegt auf der Hand. Auch die Lebenserwartung von Aboriginals liegt deutlich unter dem der Rest der Bevölkerung. Männer leben im Schnitt 8,8 Jahre weniger, Frauen 8,1 Jahre. Und das, obwohl sich der Durchschnitts-Australier jetzt nicht gerade gesund ernährt und auch nicht jeder ein Sportfreak ist, wie es manchmal in den ausländischen Medien so dargestellt wird, ne? Das große Surferparadies. Wenn man sich die Gesundheitsstatistiken anschaut, dann sieht man, dass viele Aboriginals an vermeidbaren Todesursachen sterben. Und das wird auch ganz offen kommuniziert. Dazu zählen zum Beispiel Betäubungsmittelmissbrauch, Krebs, Diabetes und Herzerkrankungen. Was macht der Staat? Die australische Regierung hat verstanden, dass im Bereich der Aboriginals vieles aufgearbeitet werden muss. 2008 hat sich Kevin Rudd als erster Prime Minister öffentlich im Namen der gesamten Nation bei den Aboriginals entschuldigt. Das hat für viel Diskussion gesorgt und seither ist auch ziemlich viel passiert. Schauen wir uns an, in welcher Form die Regierung gesellschaftlich aktiv geworden ist. Erstens, Closing the Gap. Seit 2008 gibt es das Closing the Gap Programm, das darauf abzielt, die soziale und wirtschaftliche Ungleichheit zwischen der indigenen Bevölkerung und dem Rest der australischen Gesellschaft zu verringern. Das schließt ein die Gesundheitsversorgung, bessere medizinische Versorgung, Prävention chronischer Krankheiten, Förderung der psychischen Gesundheit. Aber auch die Bildung. Höhere Einschulungs- und Abschlussquoten, Zugang zu frühkindlicher Bildung und beruflicher Qualifikation. Die Beschäftigung, mehr Jobchancen, Unterstützung indigener Unternehmen. Es wird darauf hinausgearbeitet, die Lebenserwartung zu steigern. Und die Wohnsituation soll in indigenen Gemeinden verbessert werden. Außerdem wird natürlich an den Inhaftierungen gearbeitet, dass man diese Inhaftierungsrate, die ich gerade eben schon angesprochen habe, reduziert.
So, ich möchte noch kurz näher auf den Punkt Bildung eingehen. Die ACARA, das ist die zuständige Behörde für den Bildungsbereich in Australien, die hat viele wichtige Aufgaben und entwickelt unter anderem den nationalen Lehrplan für Schulen in Australien, um sicherzustellen, dass er zeitgemäß und relevant ist. Die ACARA, die hat ein 7-seitiges Dokument herausgegeben, den Link findet ihr unten, in dem erklärt wird, wie in den Schulen in Australien mit dem Thema Aborigines umgegangen wird oder umgegangen werden soll. Und es geht vor allem darum, den Ureinwohnern Respekt zu zollen und Schüler richtig zu informieren. Das ist wichtig, damit Schüler schon früh mit dem Thema konfrontiert und Vorurteile und Fehlinformationen vermieden werden können. Bei sämtlichen öffentlichen Veranstaltungen, wie zum Beispiel Festen, Versammlungen, Konferenzen oder auf Schulevents, wird zu Beginn das Acknowledgement of Country ausgesprochen, also quasi die Anerkennung des Landes der Ureinwohner. Wobei es auch so einige konservative Landkreise gibt, die das schon wieder abgeschafft haben. War wahrscheinlich zu inklusiv. Diese Zeremonie, das ist ein ganz wichtiges Ritual in Australien, bei dem die indigene Bevölkerung und ihre Verbindung zum Land respektiert und anerkannt werden sollen. Es soll Bewusstsein schaffen und auch für Inklusion sorgen. Bei manchen Veranstaltungen, wie zum Beispiel größeren australischen Footballspielen, da werden auch gerne mal Aboriginal-Künstler eingeladen, die reden, singen oder auch tanzen. Vermehrt wird Aboriginal-Kunst im öffentlichen Raum ausgestellt. Zum Beispiel wurden große Flächen des Flughafens in Brisbane mit einem neuen aufregenden Kunstwerk mit dem wohlklingenden Namen Land, Sea and Sky verziert. Dieses maßgeschneiderte Kunstwerk wurde von der lokalen indigenen Künstlerin Delvin Cockatoo Collins von der North Stradbrook Island oder auch Minderi Bar geschaffen und spiegelt die Geschichte des Flughafens sowie die Verbindung zu den traditionellen Eigentümern des Landes wider. Es ist übrigens auch ein Trend, dass Orte wieder ihren indigenen Namen bekommen. Ayers Rock, der heißt ja schon lange Uluru, aber seit letztem Jahr heißt zum Beispiel auch Fraser Island Kigari oder Kigari. Um die Wohnverhältnisse in abgelegenen indigenen Gemeinden zu verbessern, da gibt es das National Partnership Agreement on Remote Indigenous Housing oder auch NPARI. Ein Programm, das den Bau und die Instandhaltung von Häusern in diesen abgelegenen indigenen Gemeinden fördert. Diese Häuser werden häufig zu stark reduzierten Mietkosten angeboten, aber die Bewohner zahlen in der Regel Miete, die auf ihr Einkommen halt abgestimmt ist. Dadurch, dass viele Aborigines mieten und nicht Häuser bauen oder kaufen, haben sie es allerdings noch ein bisschen schwerer, Wohlstand aufzubauen. Und in Kombination mit der durchschnittlich geringeren Bildung, den oft abgelegenen Wohnorten und der allgemeinen Unterprivilegierung ist es für indigene Menschen schwierig, wirtschaftliche Sicherheit zu erlangen. Über die leider oft negative gesellschaftliche Wahrnehmung der nicht-indigenen Bevölkerung, da habe ich am Anfang schon hingewiesen, das hat aber leider auch manchmal ganz direkte negative Konsequenzen für die Aboriginals. Und das beste Beispiel dafür ist die Volksabstimmung aus dem letzten Jahr, also 2023. In dieser Volksabstimmung haben Australien mit einer Mehrheit einen Vorschlag abgelehnt, die Aboriginals in der Verfassung anzuerkennen und ein Beratungsgremium für das Parlament zu schaffen. Diese Niederlage wurde von indigenen Befürwortern als Rückschlag für die Versöhnung und Aberkennung der Aboriginals gesehen. Dazu hat Chris auf diesem Kanal auch ein Video gemacht. Es heißt, sind alle Australier rassistisch? Ein Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Der Premierminister Anthony Albanese rief nach dem Referendum zu einem respektvollen Miteinander auf. Die Idee eines beratenden Gremiums, das von indigenen Vertretern aus den 6 Bundesstaaten und 2 Territorien gebildet werden sollte, das wurde 2017 entwickelt. Am Anfang wurde das auch unterstützt, aber die Zustimmung in der Bevölkerung sank in den Monaten vor der Abstimmung. Gegner argumentierten, dass das Gremium nicht notwendig sei und die Verfassung spalte, während indigenen Aktivisten eine umfassende Versöhnung und einen Vertrag forderten. Die Debatte war von einem Anstieg rassistischer Übergriffe begleitet, was die toxische Atmosphäre der Diskussion auch ziemlich verdeutlicht. Kommen wir nun zu einem ausführlichen Schlusswort. Wir haben gelernt, dass indigene Menschen es nicht leicht haben in Australien. Aber ich möchte unbedingt noch darauf eingehen, wie viel wir von den Aboriginals lernen können und wie wichtig ihre Kultur auch heute noch ist. Aboriginals bereichern die australische Gesellschaft durch ihre Kultur, Kunst, Musik und ihre spirituellen Traditionen. Von ihnen können wir in den Bereichen Nachhaltigkeit und Umweltschutz lernen, da sie seit tausenden von Jahren im Einklang mit der Natur leben. Ihre Gemeinschaftsorientierung und Resilienz bieten uns auch wertvolle Lektionen für soziale Verbundenheit und kulturelle Beständigkeit. In einem Gespräch mit einer Ethnologin, die nicht nur im Northern Territory lebt, sondern auch mit einem Aboriginal verheiratet ist, haben wir gelernt, wie wichtig und zentral die Gemeinschaft und die Familie für die Aboriginals sind. Beides steht im Mittelpunkt des Lebens. Man passt aufeinander auf, man ist kinderfreundlich und kümmert sich um alle Generationen. Das Leben miteinander, Verbundenheit und Fürsorge sind wichtig. Ebenso wichtig ist das Sterben. Und das ist nicht so tabuisiert, wie man es vielleicht aus Deutschland kennt. So schnelle Beerdigung, zack, schnell wieder nach Hause. Nein. Viele indigenen Gemeinschaften haben ganz detaillierte Rituale, die sich über Tage oder auch Wochen erstrecken können. Dazu gehören Zeremonien, um den Verstorbenen zu ehren, die Rückkehr des Geistes zur Erde zu sichern und auch diese Verbindung zur Ahnenwelt halt zu bewahren. Aboriginals kennen Möglichkeiten, die Natur vor Feuer zu schützen und kennen die heilenden und tödlichen Fähigkeiten der Pflanzen. Sie wissen, wie man Ressourcen nachhaltig nutzt. Wir können viel voneinander lernen, wenn wir nur wollen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schreibt jetzt bitte einen kurzen Kommentar. Das würde mich total freuen. Ansonsten alles Gute und bis bald.